Hallo, herzlich willkommen auf der Nimbus 305 Coupé, Modelljahr 2020. Es hat sich grundsätzlich nicht viel bei der 305 geändert. Dafür steht ja auch Nimbus, ich sag mal, für sehr kontinuierliche Produkte, die nicht jedes Jahr einem Modellwechsel unterliegen bzw. irgendeinem Facelift. Dementsprechend haben wir lange gebraucht, um ein neues Video zu machen, weil wir dachten, das alte ist ja so gut. Nichtsdestotrotz werden die Videos immer mehr geschaut und ich glaube, es macht keinen Sinn, ein Video online zu haben, was irgendwie 3 oder 4 Jahre alt ist. Und dementsprechend haben wir uns entschlossen, einfach ein neues zu machen und vor allem die Änderungen in dem Schiff. Das heißt, dieses Video baut auf dem Video auf, in dem man die dunkelblaue und die weiße sieht, was ich glaube 2016 online gestellt wurde oder 2017. Das heißt, ich werde nicht im Detail durch das Schiff durchgehen, sondern ich werde zeigen, was sich am Schiff geändert bzw. verbessert hat. Was wir seit kurzem wieder haben bei Nimbus, ist eigentlich historisch immer da gewesen, sind dunkelblaue Innenausstattungen. Das heißt, wir haben auch oft jetzt auf Messen werden wir wieder Boote haben mit dunkelblauem Interieur. Das ist eigentlich historisch bei Nimbus immer der Fall gewesen. Wir verkaufen bei Bote Polster seit 1982 Nimbus und ich würde sagen, davon waren gefühlte 30 Jahre lang dunkelblaue Polster. Es gab jetzt den Trend seit mit der 365 kam das 2009, diese beiges Alcantara zu machen, was ich persönlich auch selber nach wie vor wählen würde. Aber wenn man jetzt wieder in so ein dunkelblaues Schiff reinkommt, es wirkt sehr heimlich, es wirkt etwas maritimer. Man fühlt sich so ein bisschen mehr wohl noch an Bord. Passt sehr gut mit den Kunststoffflächen hier am Armaturenbrett und dann den Holzelementen. Und das ist auch eine große Änderung, was ich finde ich sehr wichtig ist, die den Innenraum wesentlich qualitativ hochwertiger aussehen sieht, sind diese Paneele hier oben am Heck und auch auf der Backbordseite entlang, die jetzt wieder in Holz gearbeitet sind. Das wurde eine Zeit lang in so einem Sky besetzt und dann sah das etwas moderner aus, aber ich finde nicht so maritim. Also das ist eine gravierende Änderung. Dann kann man nachher vielleicht ein Bild einblenden. Der Schrank in der Gästekabine ist jetzt standardmäßig im Schiff installiert und außerdem gibt es vorne auch in der Bugkabine ein paar mehr Ablagen, die auch schön in dem Mahagoni gearbeitet sind. Das sind in der Summe die Veränderungen, die im Modelljahr 2020 hier in der Nimbus 305 umgesetzt wurden. Sonst gibt es noch ein paar Änderungen hinter den Kulissen, aber auf die möchte ich im Detail nicht eingehen, weil sie an sich nicht relevant sind für Sie als Kunde. Der Video ist ein bisschen aus 2 Tagen zusammengeschnitten. Wir haben ein paar Fahrfotos schon gemacht, als noch Sonne war. Jetzt regnet es leider ein bisschen. Jetzt können wir aber auch ganz gut mal zeigen, dass das auch in der Nimbus kein Problem ist, weil wir eben diesen großen LKW-Scheibenwischer haben mit oben liegendem, die Scheibenwischer sind in der Endstellung oben versteckt und wir haben das Ganze auch mit Intervallschaltung. Das heißt, wenn es jetzt so leicht nieselt, können wir den Scheibenwischer hier auf die langsamste Intervallschaltung stellen. Das heißt, der Scheibenwischer ist noch an. Wir werden gleich sehen, wie er noch arbeitet. Jetzt hat er zum Beispiel gerade wieder geschaltet. So, wo ich ein bisschen mehr drauf eingehen möchte, ist Fahrwerte und Verbräuche. Wir fahren jetzt gerade mit 920 Umdrehungen und verbrauchen, das sollte man ein bisschen herausstellen, vielleicht auch, dass ich nicht lüge, 1,3 Liter die Stunde. Das sind sage und schreibe dann 0,3 Liter auf die Seemeile. Aber nochmal, ich wiederhole, wir fahren im Standgas, wir fahren 4 Knoten gegen die Strömung, also ungefähr 5 Knoten, denke ich, an sich, also wenn wir strömungsbereinigt, und wir verbrauchen 1,3 Liter die Stunde. Das ist, denke ich, auch, also zum Schulden ist das, oder wie sagt man, die Grundlage dafür ist der D3. Der D3 ist ja ein Pkw-Motor, hat relativ wenig Hubraum mit 2,3 Litern, 5-Zylinder-Reihe. Und ja, der ist natürlich, weil er ein relativ kleiner Motor ist, 220 PS. Auch wichtig, wenn wir gerade über den Motor sprechen, 220 PS, ich revidiere etwas, was ich in der Vergangenheit gesagt habe. Wir haben ungefähr 1/4 der Boote mit 150 PS verkauft. Diese Leute, die den 150 PS gekauft haben, sind auch alle super happy. Nichtsdestotrotz sage ich heute, in dem Fall, diese Motorisierung hier, 220 PS, ist die am meist verkaufteste Motorisierung und dementsprechend auch die beste Motorisierung. Diese Geräuschsachen, die ich am Anfang gesagt habe, das ist auch nicht falsch, aber
der 220 PS ist einfach, wenn das Schiff beladen ist, ein bisschen Bewuchs hat, Wasser voll, Diesel voll, Urlaubsgepäck und so weiter, ist ja einfach die ideale Motorisierung fürs Schiff. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas. Was ist die maximale Verdrängerfahrt? Da sind wir so etwa bei 1700 Umdrehungen, vielleicht sogar ein bisschen höher noch, 1800 Umdrehungen. Jetzt laufen wir 7 Knoten. Wir haben praktisch keine Welle hinten. Das heißt, das ist eine Geschwindigkeit, die wir auf den Kanälen tagelang fahren können. Auch wird oft gefragt, ist das überhaupt möglich mit so einem Motor, weil er ja einen Turbo- und Ladeluftkühler hat, überhaupt kein Problem. Natürlich sollten Sie mal 2-3 Mal in der Saison mit dem Motor auch schnell fahren, sonst wird er immer langsamer oder er wird etwas träger. Aber an sich ist langes Langsamfahren überhaupt kein Problem. Diese Maschine hier, dieser D3, wird auch von unseren Mitbewerbern in Holland eingebaut und die können nie schnell. Also von der Seite sollte das kein Problem sein. Wir verbrauchen jetzt 6,5 Liter bei 7 Knoten, sind somit bei 0,9 Liter auf die Seemeile. Oder andersrum sind wir jetzt bei einem, was haben wir dann? Ja, 1 Liter auf die Seemeile, einen halben Liter auf den Kilometer. So, jetzt geht es um die Beschleunigung. Trimplatten sind, ich bin mal sicher, dass es auch so ist, Trimplatten sind völlig neutral. Das sage ich ja auch in den älteren Videos. Ist, was einmalig ist, wie leicht das Schiff hier ins Gleiten kommt. Das heißt, man fühlt jetzt gar nichts, dass irgendwie ein Übergang da ist. Aber wir sind schon ein bisschen mehr, wir sind schon am Gleiten. Ja? Das heißt, wir haben hinten schon einen Abriss. Und wir laufen jetzt 10,7. Ich gehe jetzt nochmal zurück, also bei 10,5 Knoten. Das Schiff ist, ich mal gerade gucken, wie voll getankt. Das Schiff hat halbe Tankfüllung, voll Wasser. Wir laufen jetzt 2700 Umdrehungen bei 10,5 Knoten und das Schiff ist am Gleiten. Jetzt gehe ich nochmal langsam zurück. Das heißt, wir gehen jetzt um die 800 Umdrehungen zurück und wir sind wieder in der normalen Verdrängerfahrt. Das heißt, das Schiff geht praktisch nicht vorne hoch und man merkt gar nicht, dass dieser Schritt ins Gleiten, in schneller Fahrt, der ist gar nicht vorhanden. Das geht ganz, ganz ohne Übergang. Ich gehe nochmal hier raus. Um auch noch mal zu sehen, hier, dass man besser hier hinzoomen kann. Also ich beschleunige, Schiff geht kaum vorne hoch und jetzt sind wir bei 11 Knoten und wir sind voll am Gleiten. Also das ist einmalig. Das Einzige, wo ich das kenne, ist bei alten Wasserskibooten. Wenn Sie vielleicht selber mal irgendwie mit so einem echten Wasserskiboot oder einem Bösch gefahren sind, da ist das sehr ähnlich. Da ist auch dieser Übergang von dem Verdrängen ins Gleiten praktisch nicht vorhanden. Mache ich nochmal zu. So, jetzt fragen die Leute immer, ja, wie schnell kann denn so eine 305? Die kann ganz schön schnell, ja. Ich gebe jetzt mal Vollgas. Das ist natürlich dann auch nicht die ideale Geschwindigkeit fürs Schiff, aber wir sind jetzt schon bei 18 Knoten, 20 Knoten. Und wir werden jetzt auch hinter dem Frachter jetzt mal mit 20 Knoten in eine Kurve gehen. Und es gibt Verdrängerschiffe oder Halbgleiter, die sich jetzt in die Außenkurve legen würden. Aber bei der Nimbus überhaupt kein Problem. Die Nimbus legt sich nach innen und geht hier mit 17 Knoten ohne Probleme durch die Kurve. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen runter vom Gas, weil damit quälen wir den Motor natürlich schon ein bisschen und gehen mal so auf meine Meinung nach auf die Marschfahrt. Und die liegt so bei 3400, 3500 Umdrehungen. Jetzt laufen wir 17 Knoten. Perfekter Geradeauslauf, sehr, sehr angenehmes Geräuschniveau und wir verbrauchen jetzt 1,6 Liter auf die Seemeile, 1,7 Liter auf die Seemeile. Das heißt, jetzt mache ich den Intervall ein bisschen schneller vom Scheibenwischer, es regnet ein bisschen stärker. Also 1,6 Liter auf die Seemeile, das heißt unter einem Liter auf den Kilometer fahren wir jetzt mit 17 Knoten knapp die Mosel abwärts. Verbrauch pro Stunde in dem Fall sind jetzt 28,6 Liter. Jetzt beschleunigen wir noch mal ein bisschen höher. Also die maximale Drehzahl der Maschine ist um die 4000. Aber jetzt merkt man schon, jetzt merkt man auch den Radeffekt der Maschine ein bisschen. Das heißt, wir müssen die Trimklappe ein bisschen rausholen, um das gerade zu kriegen. Aber um jetzt den Topspeed auch einmal zu zeigen, also wir laufen jetzt knapp 22 Knoten Topspeed bei 4050 Umdrehungen. Die Drehzahl ist fast ein bisschen hoch jetzt, aber das soll sie auch so sein, weil das Schiff ist jetzt leer, dass wir nachher auch mit der Beladung noch die Drehzahl erreichen. Also 22 Knoten und auch jetzt ist der Verbrauch, ich sag mal nicht überirdisch, wir verbrauchen jetzt 2,16 Liter pro Seemeile oder
47 Liter die Stunde bei Vollgas. Also ich würde sagen, das ist absolut in einem vertretbaren Bereich. Wir fahren immerhin 4,5 Tonnen hier durch die, oder nicht durch die, sondern die Mosel entlang. Auch nochmal vom Handling her, perfekter Geradeauslauf, egal welche Geschwindigkeit ich befahren bin, das Schiff läuft perfekt geradeaus, aber ist trotzdem auch nicht unagil. Das heißt, gerade wenn ich jetzt so starke Lenkbewegungen rechts-links mache, das sind eigentlich eher Bewegungen, die wir mit der Achsepaar machen, aber man kann hiermit auch gut zeigen, das Schiff schaukelt sich nicht unangenehm auf, ja? Sondern es folgt präzise den Lenkbewegungen, die der Skipper hier an den Tag legt. Und wenn wir aufstocken, nicht erschrecken jetzt, ja, gehen wir natürlich relativ schnell von der Geschwindigkeit runter. Aber das Schiff, man hat jetzt gemerkt, es geht gar nicht stark vorne runter, weil wir eben auch nicht stark bei der Beschleunigung vorne hochgehen. Und dann natürlich wieder dieser perfekte gerade Auslauf bei langsamer Fahrt. Also, perfektes Fahrtenschiff, Nimbus 305 Coupé. Im Detail nochmal die letzten 3-4 Jahre wesentlich verbessert. Wir sind hier auf der Baunummer 225. Gebaut vor etwa einem Monat, für die nächste Saison, die Schiffe, die jetzt bestellbar sind, Düsseldorf und so weiter, sind wir so bei Baunummer 270. Das merkt man an dem Schiff, es ist einfach super ausgereift, die Verarbeitungsqualität ist, würde ich sagen, auf höchstem Niveau, wie wir das bei Nimbus oder bei dieser Modellreihe bisher gesehen haben. Alles im Detail, optional gibt es noch einen Holzboden auch hier im Salon, weil ich jetzt gerade runterschaue. Und ja, perfektes Fahrtenschiff für zwei Personen, allwettertauglich, sieht man jetzt beim Regen. Natürlich vom Handling her der Knaller mit der Seitentür hier, mein Lieblingsplatz hier draußen. Auch steuerbar von hier draußen, Schaltung, Bug- und Heckschraube, alles zu erreichen hier vom Gangboard aus. Und so kann ich dann auch hier an der Seite jetzt am Gangboard die Fender rausmachen und kann mich perfekt hier am Schiff bewegen. Aber auch der Beifahrer hat an der Seite, an Backbord ein Seitenfenster zum Öffnen, Schiebefenster und natürlich die beiden Luken. Aber was sehr schön ist, wenn man hier am Gangboard ist, wenn jetzt schönes Wetter wäre, die Sonnenliege würde vorne liegen, kann man hier ohne Probleme auch bei langsamer Fahrt hier sich mit den Leuten auf der Sonnenliege unterhalten. Das heißt, man hat ein geschlossenes Schiff, wo man aber durch die Seitentür und das viele Licht oben über die Glasflächen und die öffnenden Luken auch sehr viel Umgebung ins Schiff hineinbekommt. Gut, das war eine kleine Zusammenfassung hier für die 305. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann diesen Winter noch einen kompletten Video nochmal zu machen. Aber uns lag jetzt hier im Vordergrund, weil das Schiff soll rauskommen in die Ausstellungshalle. Das Schiff können Sie bei uns besichtigen in der Ausstellungshalle, beziehungsweise natürlich auch die 365 und die 405. Und wir freuen uns, Sie hier in Dramdraber das Schiff zu zeigen und natürlich bei starkem Interesse gerne auch Probe zu fahren, dass Sie auch ein Gefühl für das Schiff bekommen, wie ich ihn oder wie ich habe, wie ich beziehungsweise ihn hier gerade gezeigt habe. Ganz wichtig, das Boot ist leicht genug, dass man es auch mal hier so am Steg bewegt bekommt. Ja, auch wieder abgebremst und ich kann zwischendurch auch hier reingreifen, wenn ich keinen Yard-Controller habe, der aber natürlich auch sehr zu empfehlen ist, und kann hier das ganze Schiff nochmal auf Position bringen und sogar die Maschine dann hier über die Tür ausmachen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Schauen. Wie gesagt, alte Videos 305 nicht vergessen zu schauen, auf dem dieses Video aufbaut. Und bis zum nächsten Mal.